Hallo Tierfreunde, ich freue mich, dass ihr euch meinen Tierfilm anschaut. Ich denke, dass es immer wieder schön ist, der unbeschwerten Tiere im Wald bei ihren täglichen oder auch nächtlichen Beschäftigungsabläufen zu beobachten. Und genau dafür sind die Wildkameras bestens geeignet. Seit über 3 Jahren beobachte ich die unterschiedlichsten Tierarten im Wald. Wir haben den 1. Mai, kurz nach 15 Uhr, und Meister Reinicke zeigt sich am helllichten Tag. Hier sucht der Fuchs nach kleinen getrockneten Rinderhautstangen, die unser Hund regelmäßig liegen lässt. Dem Fuchs scheint diese kleine Nebenmahlzeit bestens zu gefallen. Er scheint noch sehr jung und verspielt zu sein, denn ein großer Grasbusch animiert ihn, voller Übermut, Wildheit und Freude, sehr ausgiebig sich darin zu kullern und zu wäldern. Wenn man diese Ausgelassenheit so betrachtet, frage ich mich, hat der Fuchs nicht auch seine Daseinsberechtigung? Warum steht er auch heute noch auf der Abschussliste? Ich habe unseren Wald im Frühjahr durchforstet, auf der Suche nach einem oder vielleicht sogar auch 2 Fuchsbauten. Ich habe leider keine gefunden. Ich lasse mich in diesem Jahr überraschen, ob sich Familie Fuchs mit seiner Rasselbande zeigt. Denn eins ist ganz gewiss, der Fuchs ist sehr schlau. Er kann sich als auch seinen Bau bestens verstecken. Womit ich überhaupt nicht mehr gerechnet habe, sind Wildschweine in meinem Beobachtungsgebiet. In den Jahren meiner Wildaufnahmen hatte ich erst einmal das Vergnügen. Wildschweine sind bei uns eigentlich nur auf der, in Anführungsstrichen, der Durchreise. Daher sehr, sehr selten. Auch diesem Fuchs scheint die Tageswärme bestens zu gefallen. Es ist kurz nach 11 Uhr. Möglicherweise sucht er sein Mittagessen. An seinem Verhalten kann man bestens erkennen, dass er die Wildkamera längst bemerkt hat und diese nicht aus den Augen lässt. Auch hier gibt er sich nicht ängstlich, da er weiß, dass davon gar keine Gefahr ausgeht. Soweit wieder einmal ein kleiner Einblick in unsere wunderbare Tierwelt. Ich würde mich sehr freuen, wenn er euch wieder einmal gefallen hat und beim nächsten Tierfilm wieder dabei seid. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich verabschiede mich wie immer und sage Tschüss und bis bald.